Willkommen zu einer weiteren Folge My Singing Monsters. Und zwar, Leute, wir werden heute im Video auf der mythischen Insel das Ju platzieren, das erste Mal. Und das einzige Monster, was wir drauf haben, ist so eine komische Katze. Ich kann es dir ganz kurz mal zeigen. Die macht einen sehr, sehr mythischen Sound. Hört sich richtig, richtig geil an, finde ich. Aber alleine ist ein bisschen langweilig. Ich weiß gar nicht, mit was man das vergleichen kann, aber es hört sich irgendwie geil an. Irgendwie so ein Gitarrensound, finde ich so. Hat das so ein bisschen. Und den anderen Sound, den man hört, ist halt der Bass. Das macht halt die Burg in der, auf der Insel, wie auch auf jeder anderen Insel. Und genau, auf jeden Fall, ich würde sagen, hat schon was von der Gitarre. Und ich würde mal sagen, wir werden es am besten mal platzieren. Das, ich glaube, Jupe wird es ausgesprochen oder G-Jupe. Irgendwie so. Let's go, Leute. Sehr schön. Da ist er. G-Jupe oder Jupe. Wie auch immer. Mythisch, genau. Nicht mystisch. Ich hab schon wieder fast mystisch gesagt. Elemente, genau. Mythisch, ne? Also die zwei Monde, genau. Genau. Ist das zweite gewöhnliche. Dann gibt es noch seltene, epische und so weiter. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt, wie der Sound von dem Jupe ist. Oder G-Jupe, keine Ahnung. Wie das ausgesprochen wird. Ich bin hier mal gespannt, wann er hier anfängt und wie es sich anhören wird. Let's go. Alter, wie geil. Alter. Alter, passt das gut? Wie geil ist das denn einfach? Junge, Junge, Junge. Hammermäßig. Ich sehe auch gerade auf der Insel, der Boden ist einfach dieses, dieses Logo von den mythischen Monstern. Hammer gut gemacht, finde ich. Alter, das hört sich richtig geil an. Bei den G-Jupe weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht mal so genau, was das genau für ein Instrument ist. Also ich weiß, andere wird so eine Gitarre sein oder so. Das G-Jupe. Hat es ein bisschen was von einer Trompete oder so vielleicht, ne? So ein bisschen vielleicht. Irgendwie so ein Blasinstrument oder so. Kann ich nicht genau sagen, aber ich würde es mal so schätzen. Genau. Oh, es hört sich so geil an. Oh mein Gott. Ich finde sogar ein bisschen besser als auf der Pflanzeninsel. Genau. Schon mal das zweite mythische Monster auf der Insel. Auf der mythischen Insel. Da gibt es halt nur mythische Monster, logischerweise. Und ich würde sagen, Leute, das sollte es auch mit dem Video gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ob die beiden Monster schon, ob man mit denen schon irgendein neues Monster züchten kann. Ein anderes mythisches Monster, was es nur auf der Insel hier gibt. Muss ich mal gucken. Schreibt es gerne mal rein, ob ihr es wisst. Aber ich würde sagen, das sollte es auch schon im Video gewesen sein. Und ich sehe gerade, ich habe fast eine Milliarde Gold auf jeden Fall. Einfach mal so easy Free-to-Play angespart über die Jahre, aber auf ganz entspannt. Und ich würde sagen, oh, hört sich jetzt geil an. Okay, genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.